Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist David Wöller und ja, ich möchte heute mit euch mein erstes Video und meinen Start für meinen YouTube-Kanal präsentieren. Und zwar, was habe ich vor? Ich möchte mich zum einen bei euch mal vorstellen, möchte euch hier erstmal meine Agenda zeigen. Das Video soll an sich auch gar nicht so lange gehen für den Start, denn ich möchte auch da von Anfang an erwähnen und auch offen transparent zeigen, dass ich ja noch relativ neu im Umgang mit YouTube bin. Also verzeiht mir bitte eventuelle Sprachfehler oder wenn es mal an der einen oder anderen Stelle klemmt. Ich werde versuchen, mich da auf jeden Fall in Zukunft zu bessern. Ja, was habe ich vor? Ich möchte euch zum ersten Mal meinen YouTube-Kanal vorstellen. Was habe ich vor? Dann würde ich gerne ein paar Sätze zu mir sagen und im weiteren Schritt, im nächsten Schritt zu meiner Anlagestrategie. Ich möchte auch direkt ja, zum ersten Punkt starten. Hier habe ich quasi meinen Steckbrief mal vorgestellt. Ich bin 29 Jahre alt. Was habe ich gemacht in der Vergangenheit? Ich bin ja, habe ganz normal mein Fachabitur gemacht in Richtung Wirtschaft und Verwaltung, habe da quasi schon meine ersten ja, Schnittstellen gebildet und gemerkt, dass das Thema Finanzen einfach ein Thema für mich ist. Das macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ja, darüber hinaus habe ich dann verschiedene Praktikas im Bereich des Vertriebes gemacht, also war erstmal im Rahmen von einem Schülerpraktikum im Vertrieb, danach auch im Rahmen des Fachabiturs ein Jahr in der Bank tätig, habe dort halt schon erste Erfahrungen sammeln können im Vertrieb, am Kunden, mit Kollegen, mit Prozessen in der Bank und so weiter. Ja, ich habe dann gemerkt, das macht mir extrem viel Spaß, habe dann auch eine Schippe draufgelegt und habe dann auch die Ausbildung. Das war im Jahr 2016 erfolgreich abgeschlossen. Bin dann nach Frankfurt gezogen, nachdem ich ein Jahr erst gependelt bin, dann aber gemerkt habe, okay, ich möchte auf jeden Fall in die Großstadt ziehen, weil dort einfach die Möglichkeiten viel, viel besser sind. Jo. Da war ich dann ja, in einer Filiale tätig, die auch extrem groß ist, habe da auch recht viel und recht schnell einen großen Kundenstamm bekommen und entsprechende Verantwortung übernommen. Das gerade nach der Ausbildung war natürlich auch sehr herausfordernd. Ja, habe dann darauf hinaus ja, einen Wechsel tätigen müssen von der Bank weg, weil mich hat die Personalsituation dazu gedrängt, sage ich mal, dass eine gewisse Unsicherheit war. Es war Personalabbau bei uns und bin dann in ein Startup-Unternehmen gegangen, wo es um telefonischen Vertrieb ging. Das Ganze hat mir jetzt jedoch nicht so gefallen, sodass ich da dann auch nach einem guten Jahr gemerkt habe, okay, ich möchte doch lieber in einen großen Konzern. Bin dann quasi auch wieder zurück in die Bank gekommen, habe dort dann wieder ja, nach gut einem Jahr eine Vertriebsfunktion aufgenommen. Ja, auch da wieder gemerkt, was so der Unterschied ist zu anderen Unternehmen und zu Großkonzernen bzw. Startups und Großunternehmen. Ja, habe dann auch da wieder mich recht schnell reingefunden. In einem Jahr ändert sich zwar das ein oder andere, aber jetzt nicht alles. Und ja, dann bin ich in die Zentrale gewechselt bei uns in der Bank, habe dort verschiedene Tätigkeiten gehabt, mit ja, wo ich quasi in Projekten tätig war, die mit also die quasi im Wertpapierbereich anzusiedeln sind, wo man die Orderstrecke für Kunden im Hintergrund verbessert, wenn die Kunden Online-Orders platzieren. Ich habe dort verschiedene Prozesse geleitet, um quasi auch Risiken für die Bank zu minimieren. Habe dann gemerkt, okay, das ganze Backoffice-Thema ist zwar spannend und gut schon mal gesehen zu haben, aber langfristig gesehen sah ich mich dann doch wieder mit etwas mehr Kundenbezug und bin dann durch Kontakte, die ich mir so in meiner Historie aufgebaut habe, in das Portfolio-Management gekommen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das ist auf jeden Fall nochmal was ganz anderes. Und es ist auch gar nicht so einfach und üblich,
in den Bereich reinzukommen, vor allem, ich sag mal, in meinem recht jungen Alter, weil ich mich auch recht viel und gerne mit dem Thema Börse, Aktien, ETFs etc. beschäftige. Macht mir das auf jeden Fall extrem viel Spaß, privates sowie berufliches miteinander zu vernetzen. Ja, das so, und da bin ich jetzt seit ungefähr November, Oktober letzten Jahres, also noch gar nicht so lang. Habe mich da gut eingearbeitet, habe gute Kollegen und so weiter, und das ist auch alles super. Ja, privat, was mache ich privat? Kurzer Einblick. Ich gehe gerne auf Konzerte in Richtung Rock und Metal, was mir sehr viel Spaß macht, besuche auch das ein oder andere Festival. Ja, wie schon erwähnt, beschäftige ich mich gerne mit Aktien, Börse, Finanzen, vermittle auch gerne Wissen an Freunde, Kollegen, wenn die Hilfe oder Unterstützung brauchen. Gehe am Abend gerne unter der Woche oder auch am Wochenende mal das ein oder andere Restaurant besuchen, trinke auch mal ein Bierchen, also bin da eher auch der gesellige Typ. Ja, das soll es kurz zu meiner Person gewesen sein. Ich hatte ja gesagt, das Video soll nicht so lange gehen. Ich würde den nächsten Punkt gerne aufgreifen, und zwar möchte ich hier kurz mal meine Anlagestrategie zu guter Letzt noch vorstellen. Was habe ich vor bzw. langfristig vor? Also bei mir ist es besonders wichtig zu wissen, ich investiere langfristig. Das heißt, ich bin ja noch recht jung, möchte das Ganze bis zur Rente durchziehen, habe mir da auch gewisse Gedanken gemacht in der Vergangenheit. Wie möchte ich mich aufstellen? Denn ich denke, wenn man ein gewisses Ziel vor Augen hat, dann wird man da auch auf jeden Fall schnell Fortschritte machen können, und man sieht auch, dass man nicht so rumdümpelt. Ja, und hier ist sie quasi einfach mal niedergeschrieben. Ich spare quasi in einer Gewichtung von 70, 20, 10. Also 70% gehen in den MSCI World, also eigentlich relativ klassisch. 20% gehen in einen Emerging Markets ETF. Die WKNs sind dort entsprechend ja auch hinterlegt. Ganz wichtig an der Stelle nochmal, ist keine Anlageberatung. Ich teile hier nur meine Anlagestrategie, und wenn ihr euch selber mit dem Thema befassen möchtet, könnt ihr das gerne als Inspiration nehmen. Aber müsst euch selber nochmal eure eigenen Gedanken machen, ob das für euch auch so Sinn macht. Genau, der dritte ETF im Bunde ist der iShares MSCI World Small Cap ETF. Ja, wie das da ja auch schon steht, hier ist quasi eine Komponente mit dabei, die kleine Unternehmen abdeckt und hier auch sehr breit gestreut ist. So, das Ganze deckt quasi die gesamte Weltwirtschaft ab, ohne Doppelungen, was ich sehr, sehr gut und wichtig finde. In meinen weiteren Videos werde ich dann auch nochmal auf einzelne ETFs eingehen, werde diese auch vorstellen und welche Kombinationen gegebenenfalls sinnvoll sind oder welche halt auch nicht. Genau. Da man ja als Anleger in Deutschland noch die Möglichkeit hat, einen Freibetrag von ca. 1000, also von 1000 Euro auszunutzen, nutze ich das Ganze so, dass ich diese vorgestellten ETFs quasi alle als thesaurierende Variante benutze, langfristig ausbaue, und möchte darüber hinaus den Rest des Portfolios mit weiteren Sparraten aufbauen. Und zwar nutze ich hier den iShares Stoxx Global Select Dividend 100. Damit ich einfach ja, eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, höhere Dividendenrendite bekomme. Auch auf diese Themen, Dividende, Dividendenrendite und Strategien, möchte ich nochmal drauf eingehen zu einem späteren Video und Zeitpunkt. Aber das ist quasi eine zweite Komponente meiner Strategie. Zusätzlich zu dem auch noch Einzelaktien, die ich bespare und aber auch mit Einmalkäufen nachkaufe. Wie gesagt, da komme ich später nochmal drauf zurück. Das soll jetzt erstmal die grobe Vorstellung sein. Ich würde entsprechend weitere Videos in den nächsten Wochen vorbereiten, euch zur Verfügung stellen. Ich hoffe, das erste Video von euch oder von mir für euch hat euch gefallen. Seid gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Samstag. Bis dann!